Neukölln. Ein Bezirk zwischen Spekulation, Vertreibung und rechtem Terror. Diskussion über rassistische und neofaschistische Übergriffe und Gegenstrategien. Mit Ferhat Kocak, Mitglied des Abgeordnetenhauses für Die Linke, Katinka Krause von der Galerie Olga Benario sowie Roswitha Barkert von Basta Britz. Die Veranstaltung wurde moderiert durch Rainer Balcerowiak von der Redaktion des Mieterechos. Teil 1. Einleitung. Schönen guten Abend. Schön, dass es doch so nicht brechend voll, aber doch angenehm gefüllt ist. Ich begrüße euch, Sie, im Namen der Redaktion des Berliner Mieterechos, der Zeitung, des Magazins der Berliner Mietergemeinschaft. Möglicherweise ist diese Veranstaltung eine Art Auftakt, also weil wir überlegen gerade, dass wir zu jedem Heft, zu dem jeweiligen Schwerpunktthema eine Veranstaltung machen, um dann mit Autoren des Heftes, beziehungsweise auch mit Leuten aus Initiativen und politischen Zusammenhängen, dieses Schwerpunktthema nochmal ein bisschen vertiefend zu diskutieren. Wir haben halt den Anspruch, nicht nur eine Mitteilungspostille für unsere Mitglieder zu sein, sondern wir haben schon den Anspruch, ein bisschen grundlegender und fundierter und auch auf einem gewissen fachlichen Niveau, soweit wir das halten können mit unseren Autoren, die wir auch haben, aber ich glaube, manchmal gelingt es uns auch, bestimmte grundlegende Fragen der Stadtentwicklungspolitik, der Wohnungspolitik, aber auch anderer wichtiger gesellschaftlicher und ökonomischer Entwicklung in Schwerpunktblöcken in diesem Heft zu beleuchten. Dazu kommen natürlich auch immer also mehr oder weniger aktuelle Berichte, so oft erscheinen wir nicht, die sind also nicht tagesaktuell, zu Auseinandersetzungen in Berlin, zu bestimmten Stadtteilen, zu bestimmten Kiezen, zu bestimmten Initiativen und manchmal auch ein Blick so über den Tellerrand, also internationale Entwicklung, zum Beispiel im aktuellen Heft, im nächsten Heft ist zum Beispiel ein Interview mit einer griechischen Aktivistin, weil da eine enorme Privatisierungswelle läuft, bei Wohnungen speziell und der Mieterschutz so gut wie gar nicht mehr existiert und sowas hatten wir auch schon öfter. Und ansonsten hat das Heft natürlich einen größeren Rechtsteil, wo also auch einmal eine allgemeine grundlegende Frage von dem Anwalt erläutert wird. Das nennt sich Mieterfragen, Mieterecho antwortet. Und dann noch ein Rechtsteil, wo einfach wichtige Urteile zu bestimmten Fragen dokumentiert werden und kurz erläutert werden, worum es in diesem Prozess ging. Das ist ungefähr der Aufbau des Mieterechos. Im letzten Heft, beziehungsweise dem Heft, weiß ich nicht, ob das alle haben, aber es sind, glaube ich, genug Exemplare da, haben wir uns als Schwerpunktthema den Bezirk Neukölln ausgesucht. Das hatte mehrere Gründe. Das eine ist, dass Neukölln für bestimmte stadtpolitische Entwicklung in Berlin exemplarisch ist. Also für die Intensität der Verdrängung von der gerade in Nordneukölln, der alteingesessenen Bevölkerung durch Zuzügler, durch Aufwertung, also Modernisierung, Vertreibung, Umwandlung in Wohneigentum und das Ähnliche. Das ist ein enormer Prozess, der sozusagen nachholend war. Also während das in Bezirken wie Kreuzberg oder auch Prenzlauer Berg fast schon durch ist, hat Neukölln eine nachholende, aber umso schnellere Entwicklung gemacht in dieser Richtung. Dann hat ja Neukölln auch eines der großen neuen Siedlungsgebiete, die Gropiusstadt mit einer ganz speziellen Problematik. Und Neukölln hat auch eine recht besondere Struktur durch seine Außenbezirke, so nenne ich die mal, nicht, dass sich Erna auf den Schlips getreten fühlt, wie Britz, Buko und Rudo, die ja teilweise noch einen sehr eigenen, ich würde nicht sagen dörflichen, aber doch so gut, wir haben ja eine Britzerin da, dazu komme ich gleich, die kann das vielleicht selber nochmal sagen, was Britz eigentlich ist. Wer oder was ist. Ja, ist schon klar. Gut. So viel vorweg und wir haben uns unter den vielen Themen, die wir zum Neukölln-Komplex im Heft haben, da geht es um Gesundheitsversorgung, da geht es um alteingesessene Initiativen wie Lunte, das Lunte-Kollektiv in der Weisestraße und um diverse andere Themen, also alle rund ums Thema Neukölln, haben wir eben vor allen Dingen auch einen sehr wichtigen Artikel zur Frage von rechten Strukturen, rechten Vernetzungen, rechten Übergriffen
dem Versagen der Ermittlungsbehörden und der Polizei, was ja nicht nur Versagen wohl ist, sondern teilweise kann man ja wohl auch von Kumpanei sprechen in diesem Zusammenhang. Und diesen Artikel zu diesem Thema hat uns Ferhat Kocak geschrieben, zu dem ich gleich noch ein paar Worte sage. Aber ich stelle jetzt erstmal die beiden Podiumsteilnehmer links und Podiumsteilnehmerin, Entschuldigung, links und rechts von mir vor. Zu meiner Linken sitzt Katinka Krause als Vertreterin der Galerie Olga Benario, die seit 1984 eben diese kulturelle Arbeit mit der Galerie und auch mit vielen Veranstaltungen in Neukölln macht. Sie wurde 1984 vom Verband der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten, aufgebaut und gegründet, hat sich seitdem also als kulturelle und auch in den politischen Raum reinwirkende Institution einen Namen gemacht und ist aus dem Kiez eigentlich kaum noch wegzudenken. Und auch die Galerie Olga Benario war von rechten Übergriffen in den vergangenen Jahren auch betroffen. Zu meiner, jetzt kommt der schwierigste Moment meiner Moderation. Rechten, ne? Ich habe den Namen dreimal vergessen im Vorgespräch. Zu meiner Rechten sitzt Roswitha Barkhardt. Ja, Ah, super. danke. Roswitha Barkhardt kommt von der Initiative Basta Britz, die sich dort angesichts also schockierender Vorfälle vor vielen Jahren eigentlich schon so gebildet hat, gab auch einen Vorläufer. Und die mit also bewundernswerter Zähigkeit regelmäßig eine Aktion macht, nämlich einmal in der Woche vor dem Landeskriminalamt Berlin am Tempelhofer Damm, wo man einfach darauf aufmerksam macht und protestiert gegen die Art der Ermittlungen, gegen die Verschleppung von Ermittlungen und das Woche für Woche bei Wind, Regen, Schnee, Corona oder sonst was. Und eben immer weiter auch dranbleibt, dranhakt, Briefwechsel führt, das weiter in die Öffentlichkeit trägt. Und auch dort, das betrifft da vor allen Dingen die Hufeisensiedlung, gab es immer wieder Übergriffe von einfachen Schmierereien bis hin zu härteren Übergriffen von Neonazis. Ganz rechts, das meine ich jetzt nicht politisch, Ich dachte, sitzt. ob das schwieriger sei, dass ich rechts sitze und nicht der Nachname. Nein. Sitzt Ferhat Kocak. Ferhat Kocak ist hier im Bezirk seit vielen Jahren als Aktivist in antifaschistischen und antirassistischen Gruppen aktiv, hat sich darüber über Neukölln hinaus also auch Namen gemacht in ganz Berlin, also bei der Vernetzung von so einen Aktivitäten und ist auch ein gern gesehener Gast, um über seine Erfahrungen zu berichten, die er da gemacht hat und war auch selber betroffen von entsprechenden Übergriffen. Ferhat sitzt seit September 2021 im Berliner Abgeordnetenhaus als Vertreter der Linken in Neukölln. Und er war Aktivist und ist auch immer noch Aktivist und hat sich mal im Interview mit uns, das war glaube ich ein Interview, als Aktivist am Abgeordnetenhaus jetzt bezeichnet. Im Abgeordnetenhaus ist es zwar nicht sein einziges Thema, aber natürlich ist er an dem Thema nach wie vor dran. Und im Abgeordnetenhaus gibt es ja mittlerweile einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der auch, wenn ich das richtig verstanden habe, die Verbindung zwischen Polizisten und Ermittlern ins rechte Milieu und die zahlreichen Ungereimtheiten bei den ganzen Ermittlungen, die Verschleppung, die verschwundenen Sachen oder wo nicht nachgebohrt wurde, obwohl es Hinweise gab und sonst, dem nachzugehen. So eine Ausschüsse sind ja, ich glaube, entweder komplett oder zu großen Teilen nicht öffentlich. Deswegen wird uns Ferhat jetzt nicht allzu viel interner oder gar keine interner aus dem Nähkästchen plaudern können, aber so eine Einschätzung, was mit diesem Ausschuss erreicht werden soll und was überhaupt bisher erreicht worden ist, werden wir, glaube ich, heute schon geliefert bekommen. Eine Mieterecho-Veranstaltung in Kooperation mit Die Linke Neukölln. Weitere Informationen unter www.bmgev.de und dem YouTube-Kanal Wohnen in der Krise.